einer Final Task über die Challenge Gefährliche Fehler. Hier werde ich mich mit den Gestaltungsvorschlägen von Rossnagel in der Praxis beschäftigen. Als Beispiel habe ich dafür den Datenverlust von Kriminalakten gewählt. Ein konkretes Beispiel dazu ereignete sich vom britischen Home Office. Diese beauftragte eine Consulting-Firma namens PA Consulting, um einige Arbeiten auszulagern. Dadurch, infolge dieses Vorfalls, wurden vertrauliche Daten von Gefangenen preisgegeben. Der Vorfall eignete sich dadurch, dass vom Home Office Daten verschlüsselt per Mail gesendet wurden. Danach hat die Firma PA Consulting diese Daten entschlüsselt und auf einen USB-Stick ungesichert gespeichert. Dieser Stick wurde verloren. Infolge davon wurden auch die Daten der Gefangenen verloren, die per Mail vom Home Office übertragen wurden. Dadurch wurden vertrauliche Daten preisgegeben, die die Gefangenen betroffen haben. Die Daten, um die es sich handelt, sind 84.000 Datensätze. Das sind Gefangenen in England und Schottland zusammen. Die Daten enthielten nicht nur Name, Geburtsdatum und Adresse, sondern auch diverse Drogenbehandlungsakten sowie Krankenakten. Nun dazu, wie man sie laut dem Verfahren von Rossnagel verhindern hätte können. Ich habe diese beiden gewählt. Erstens, der Ausschluss von Schäden und die Reduzierung von Schadensfolgen haben Vorrang vor Maßnahmen zur Verhinderung von Fehlern und missbräuchlichen Aktionen. Dies hätte man anwenden können, indem man die Daten gar nicht erst unverschlüsselt auf ein externes Gerät speichert, sondern nur verschlüsselt speichert oder die Daten firmenintern hält. 7. Systeme sollen möglichst bei Fehlfunktionen oder Ausfällen von Komponenten in einem energieminimalen, schadensarmen und stabilen Zustand übergehen. Dies hätte beim USB-Stick so nicht erzielt werden können, es sei denn, man könnte die Daten über Fernbedienung löschen, nachdem man den USB-Stick verloren hat. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.